Mit diesem Video wollen wir Ihnen gerne unsere BG-PI-Motoren vorstellen. BG steht für bürstenlose Gleichstrommotoren und PI für Parametrierschnittstelle integriert. Wir haben also hier bürstenlose Gleichstrommotoren, die eine Parametrierschnittstelle integriert haben, mit der man unterschiedliche Werte, zum Beispiel die Position oder die Geschwindigkeit, oder unterschiedliche Stromwerte genau einstellen kann, parametrieren kann und die später einfach über digitale Eingänge abrufen kann. Die Voraussetzungen dafür, was braucht man alles dafür, ist ein BG-Motor. Man benötigt ein Kabel für Spannung, für Leistungsversorgung und Logikversorgung. Man benötigt ein Kabel für die Parametrierschnittstelle. Und man benötigt einen Adapter, der die Verbindung zwischen Motorparametrierschnittstelle und USB-Port an Ihrem Computer herstellt. Wir wollen hier in diesem Fall an einem Beispiel zeigen, wie die Parametrierung vonstatten geht. Ich habe hier den Motor an eine Linearachse angeschlossen und mit dieser Linearachse wollen wir unterschiedliche Positionierungen demonstrieren und in dem Fall eine Positionierung um 50 mm und Positionierung um 150 mm. Diese Positionen werden parametriert im Motor. Der Motor wird dann fähig sein, diese Positionen zu speichern und ohne Programmierkabel wieder abzurufen. Um die Motoren zu parametrieren, benötigen Sie die Software Drive Assistant. Diese können Sie kostenlos von unserer Homepage herunterladen. Bitte installieren Sie diese Software. Es ist eine einfache EXE-Datei, die Sie starten müssen. Die Installation findet vollautomatisch statt. Und wenn Sie installiert haben, drücken Sie auf Starten. Starten Sie Drive Assistant. Jetzt sehen Sie einen Bildschirm, an dem Sie unterschiedliche Modi auswählen können. Ich hatte schon erwähnt, dass man mit dem Motor, dass man Positionen parametrieren kann, man kann Geschwindigkeiten parametrieren und Ströme. Und auch hier gibt es unterschiedliche Modi. Wie Sie sehen, gibt es hier Modus Positionierung Standard, Positioniermodus Stepper. Wie schon besprochen, möchte ich in diesem Beispiel zeigen, wie ich eine Position einstelle von 50 mm und von 150 mm und diese mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten anfahren kann. Dazu wird der Modus Positioning Mode Complete Positioning angewählt. Hier sehen Sie, dass ich 14 unterschiedliche Positionen speichern kann und gleichzeitig die Geschwindigkeit, mit der diese Position angefahren wird, entsprechend parametrieren kann, auch die Beschleunigungs- und die Bremsrampe. Der erste Schritt, um die Position einzustellen, ist, dass ich den Motor auswählen muss. Hier wähle ich einen BG45 PI aus, den ich an die Linearachse angeschlossen habe. Drücke auf Create New Settings. Und jetzt können Sie einen Namen diesem Setting vergeben, weil dieser Name wird dann auch gespeichert und Sie können das Setting auch später jederzeit wieder abrufen und andere Motoren damit programmieren. Dieses Setting nenne ich jetzt Linearachse 50 und 150 mm. Sie sehen, das Setting ist jetzt gespeichert.
jetzt muss ich die Encoder-Auflösung laden. Indem ich auf Read drücke, wird die aktuelle Encoder-Auflösung geladen, falls diese nicht stimmt. Mit der Direction, also der Richtung, Clockwise, also Rechtslauf, oder Counterclockwise, Linkslauf, können Sie die Zuordnung zwischen Motordrehrichtung und Ihrer Achse einstellen. Also Achse links oder rechts entspricht Clockwise oder Counterclockwise bei dem Motor. Sie können auch eine absolute und eine relative Positionierung einstellen, wenn Sie entsprechend in Ihrer Anwendung lieber von einer Referenzposition, also absolut oder relativ positionieren wollen. Jetzt können Sie die Homing-Methode einstellen. Hier haben Sie entweder die Möglichkeit, einen Hardstop mit einem Hardstop das Homing durchzuführen. Falls Sie einen Referenzschalter haben, können Sie gerne diesen Referenzschalter verwenden und entweder in die negative oder in die positive Richtung referenzieren bis zum entsprechenden Referenzschalter. Oder Sie können auch die gerade vorhandene Position als Nullposition oder als Referenzposition mit der aktuellen Position als Homing verwenden. Haben wir eine Linearachse, die einen Low-Active-Referenzschalter hat. Das stelle ich an dieser Stelle ein. Sie sehen hier, man kann den Homing-Strom noch einstellen. Das ist der Strom, den Sie benötigen für einen Hardstop. Homing-Velocity, das heißt die Geschwindigkeit, mit der das Homing durchgeführt wird. Ein Offset können Sie ebenso einstellen, falls die Position des Referenzschalters nicht mit der Position, die Sie als Nullposition vorsehen, übereinstimmt. Dann können Sie einstellen die maximalen Ströme. Damit können Sie nicht nur sicherstellen, dass Ihr Netzteil nicht überlastet wird, genauso gut können Sie festlegen, dass wenn ein Hindernis dazwischen kommt, dass Ihr mechanischer Aufbau dadurch keinen Schaden nimmt. Man kann hier noch eine Quickstop-Rampe einstellen. Mit dieser Quickstop-Rampe können Sie zum Beispiel im Federfall eine sehr schnelle Bremsrampe durchführen lassen. Im Normalfall stellen Sie aber bei den Positionen für jede Positionierung Ihre eigene Bremsrampe ein. Als nächstes können Sie noch Werte einstellen. Sie haben hier die Möglichkeit, in Inkrementen die Position einzustellen, aber wir haben hier eine Linearachse und es ist viel komfortabler, den Wert in Millimetern anzugeben. Und dazu können Sie die Systemwerte wie die Getriebeuntersetzung oder auch den Werkdurchmesser des Riemenrades, mit dem die Linearachse betrieben wird, einzustellen. Dazu klicke ich jetzt auf dieses Taschenrechner-Symbol, kann hier eine Getriebeuntersetzung angeben. In diesem Fall ist es 4:1, ist auf dem Motor bzw. auf dem Getriebe ist aus dem Typenschild zu entnehmen. Den Durchmesser, den Werkdurchmesser des Riemenrades für die Linearachse können Sie den Herstellerangaben entnehmen. In diesem Fall sind es 18,6 mm. Und schon können Sie die Position anstatt in Inkrementen in Millimetern eingeben. So, jetzt möchte ich mit unterschiedlichen digitalen Eingängen die Zuordnung zu den entsprechenden Positionen vornehmen. Dazu öffne ich die Betriebsanleitung und die I.O. Interface Description, das heißt, das ist die Zuordnung der Eingänge zu den entsprechenden Positionen. Hier kann ich sehen, wie die vier Eingänge in 1 bis in 4 geschaltet sein müssen, um entsprechende Positionen anzufahren. Ich möchte jetzt, dass Position 1 meiner Nullposition entspricht. Das heißt, ich habe hier Position 1 ist in 1 ist 0, in 2 ist 1, in 3 0, in 4 auch 0.
Meine zweite Position, die 50 mm, möchte ich der Einfachheit halber auf Position 3 legen. Dann nämlich kann ich einfach in 2 auf 0 legen und in 3 auf 1. Und dann möchte ich meine dritte Position, ist dann in der Übersicht Position 7, der Einfachheit halber auch wieder so, dass nur ein einziger Schalter betätigt werden muss. In dem Fall ist es in 4, alle anderen Schalter sind auf 0 geschaltet. Also programmiere ich jetzt die Positionen 1, 3 und 7. Position 1 ist 0, wie gesagt, das ist meine 0-Position. Position 3 kann ich jetzt einstellen mit 50 mm. Und Position 7 stelle ich ein mit 150 mm. Und jetzt kann ich die Geschwindigkeit einstellen, mit der die entsprechenden Positionen angefahren werden. Position 1, also 0, das ist immer der Rückweg, den fahre ich mit Geschwindigkeit 1000 Umdrehungen pro Minute an. Auch hier können Sie die Geschwindigkeit in Millimetern pro Sekunde angeben lassen. Sie können auch gerne die Geschwindigkeit in Metern pro Minute angeben, wie Sie wollen. Sie sehen hier, hat man unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Dann fahre ich auf Position 3 mit 100 Umdrehungen pro Minute und auf Position 7, also die 150 mm, fahre ich mit 3000 Umdrehungen pro Minute, was einer Geschwindigkeit entspricht von 722 mm pro Sekunde. Jetzt stelle ich noch die Rampen entsprechend ein, die Beschleunigungs- und Bremsrampen. Für Position 3 eine eher langsame Geschwindigkeit ein. Und hier, Sie sehen, der Wert wird angegeben in Millimetern pro Sekunde im Quadrat. Und entsprechend kann ich hier groß oder kleine Werte wählen. Jetzt haben wir die Position eingestellt, die Rampen, die Geschwindigkeiten eingestellt. Wir haben die Maximalströme definiert und haben jetzt eine Einstellung, die wir so auf den Motor laden können. Und das tue ich mit Betätigung durch die Load-to-Motor-Taste. Der Programmiervorgang ist hiermit abgeschlossen. Und wir können den Motor jetzt positionieren. Jetzt wird der Homing-Prozess gestartet. Laut der I.O. Interface Description beginnt dies mit der Kombination aus In 1 ist High, die anderen drei Eingänge sind Low. Wie man hier sieht, habe ich einen High Active Referenzschalter. Die Leuchtdioden geben den Zustand an. In dem Fall, wenn sie leuchten, ist der Zustand High und der Homing-Prozess startet. Mit der Geschwindigkeit, die davor eingestellt wurde. Sie sehen, der Motor ist bis zum Referenzschalter gefahren, ist aufgrund der Bremsrampe etwas darüber hinaus gefahren und wieder so lange mit einer langsamen Geschwindigkeit zurück, bis der Referenzbereich wieder verlassen wurde. Jetzt haben wir eine Nullposition erhalten und können durch Betätigen der anderen Eingänge die voreingestellten Positionen anfahren. So wie in der I.O. Interface Description erkennbar ist, können wir auf Position 3, also die 50 mm, mit der Kombination der Schalter in 1, in 2 ist 0, in 3 ist 1, also High, und in 4 ist wiederum 0, können wir Position 50 mm anfahren mit der moderaten Rampe, die wir eingestellt hatten, und mit der langsamen Geschwindigkeit.
zurück auf Position 0 können wir, also auf Position 0 mm, die hatten wir definiert als Position 1 und erreichbar ist diese mit der Kombination in 1 ist 0, in 2 1, in 3 und in 4 sind jeweils 0. Gut, die Position 150 mm, wie man sehen kann, ist die auf Position 7 und erreichbar oder triggerbar ist die mit der Kombination in 1 bis in 3 0 und in 4 1. Also mit dieser erreicht die Position 150 mm und mit einer relativ hohen Geschwindigkeit. Der Rückweg findet mit der Geschwindigkeit statt, die ich mit Position 1 verknüpft habe. Ich fahre nämlich auf Position 1, was 0 mm bedeutet. So, diese Positionen sind jetzt im Motor gespeichert. Somit habe ich den Motor korrekt positioniert. Man kann jetzt den Motor, man kann die Spannungsversorgung des Motors entfernen, man kann den Motor ausschalten, Programmierkabel entfernen. Zum Demonstrieren fahre ich den Schlitten noch ein wenig zur Seite und ab jetzt benötige ich keine Programmierung oder kein Parametrierkabel mehr, sondern kann einfach auf die gespeicherten Positionen zurückgreifen. Ich stelle die Spannungsversorgung wieder her, starte den Homing-Prozess und kann, wie davor demonstriert, die entsprechenden Positionen durch Betätigen der entsprechenden oder durch Aktivieren der entsprechenden Eingänge die entsprechenden Positionen anfahren. Und somit kann ich die Maschine als Standalone im Standalone-Betrieb betreiben und benötige keine Busverbindung mehr oder keine Parametrierverbindung mehr zu einer übergeordneten Steuerung. Ich benötige lediglich digitale Eingänge, um die Positionen entsprechend anzufahren.